meinem Leben, außer ein bisschen herumreisen und feiern gehen. Und Kellnern und Barjobs in der Fastnet in der Schweiz machen. Weil ich den ganzen Scheiß nicht mehr nötig habe. Trotzdem all die ganzen, trotzdem die ganzen Sachen machen kann, die ich machen will. Irgendwoher muss die ganze Knetnäpfe ja kommen. Auch wenn es nicht viel ist. Und dass ich da irgendwie einen Plan reinkriege. Okay. Dann die letzte Frage. Nenne mir doch dein Lieblingszitat. Oh, ich mag so viele Zitate, aber ich kann den nicht auswendig. Ja, das sagt ist wie, jeder. Das ist wie mit Witze erzählen. Ich bin die schlechteste Witzeerzählerin, die es gibt. Ja, deshalb musst du dir also ein so ein Zitat raussuchen und es dir an die Wand hängen und dann vergisst du es nicht mehr. Mein Lieblingszitat. Ich habe schon so viele unglaubliche Zitate gelesen, die mich so berührt haben. Aber jetzt, wenn ich nachdenke, fällt mir bestimmt irgendein Scheiß ein. Irgendein, was vielleicht das Spiel schlechter ist. Aber was mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Ich habe mal ein Zitat gelesen, das ging so: Je mehr, ja, nein. Je weniger du einem Mann befiehlst, umso mehr gehorcht er. Genau. Und das habe ich dann so umgewandelt, irgendwie so habe ich auf mich dann übergebracht, dass dass naja, auf jeden Fall möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, das Zitat habe ich dann irgendwie verändert. Und ich habe den Faden verloren. Ja, ich habe den Faden verloren, ist auch ein super Zitat. Das war's, Interview. Oh Mann, danke.